Hi, ihr Lieben, der Robin hier. Woche 4, Löwen Corona Camp. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du motiviert bist. Schön, dass du es mit mir durchziehst. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Scheine für Vereine. Die Herthener Löwen sind auch diese Saison dabei. Schickt eure Coupons in die App oder uns ein Bild von den Coupons. Sei dabei. Okay, let's go. Woche 4. Wir legen los. Das heutige Workout. Warm-up-Part, Kräftigungspart. Ein krasses Bauchworkout und dann ein gutes, entspanntes Cooldown. Dazu brauchst du ein Handtuch, eine Unterlage, wo du dich ablegen kannst, eine Erhöhung, sowie einen Stuhl, Couch, wo du einen Fuß ablegen kannst oder die Beine und was zu trinken, Motivation, push dich einfach selber, hol dir einen Partner noch dazu, push dich noch mehr, das braucht ihr. Okay, erster Part vom Workout, wir bereiten uns sowohl mental als auch körperlich auf das Training vor. Ne? Ein Fokus setzen, die Gelenke vorbereiten, schön bewegen, damit wir für das Workout 100% geben können. Let's go! Okay, willkommen zum Workout. Der erste Part, wir ziehen dafür die Schuhe aus für den Warm-up-Part und machen das Ganze barfuß. Willkommen auch zur ersten Übung. Wir fangen mit den Sprunggelenken an und arbeiten es langsam hoch. Erste Übung, jetzt Rücken rechts zum Boden. Ne? Du setzt dich jetzt. Mein linker Fuß ist vorne, ich setze mich jetzt mit dem rechten Bein und Gesäß nach vorne ab und arbeite mit meinem Knie über die Fußspitze. Die Ferse bleibt am Boden, ne? Die Zehen sind aktiv gespreizt und wir wollen die Achillessehne, ne, auf Spannung bringen, das Sprunggelenk mobilisieren, so weit wie es geht, nach vorne, ne? Und du spürst hier den Stretch, du arbeitest dich hier durch für eine Minute und dann wechselst du die Seite. Ne? Bleib mit dem Fuß aktiv, lass dich den Fuß mitschiften, der Fuß aktiv und Knie arbeitet zur Seite. Wir bleiben aktiv, wir gehen rum über die Mitte, andere Seite. Ne? Das ganze Minute jeweils einmal pro Seite. Let's go. Okay, wir bleiben direkt auf dem Boden, direkt den Gegenspieler, ja, die vordere Kette. Wir gehen hier auf den Spann, beide Seiten, dann setzen wir uns so ordentlich auf die Ferse, den Fersen jetzt erstmal gucken, finden eine gute Position, ne? Und jetzt gehen wir mit den Händen nach hinten, drücken die Hüfte aktiv nach vorne, drücken den Spann aktiv im Boden, ne? Die Hüfte aktiv nach oben, mit Po-Spannung gehen hier in die Streckung und arbeiten uns hier ein bisschen so eine Minute durch, ne? Immer aktiv bleiben, mal kurz locker lassen, wieder aktiv werden. Wenn du willst, kannst du auch auf die Übung gehen, wie du willst, bis zum Kopf strecken, die Brust öffnen. Du kannst auch hier ablegen, sei aktiv, spann Po immer noch an, Bauch ist immer noch feste, ne? Und das hältst du eine Minute und dann arbeitest du dich langsam kontrolliert wieder nach oben. Ja, zweite Übung, let's go. Dritte Übung in Rückenlage für die Beinrückseite. Wir greifen uns ein Bein. Das andere Bein ist bestenfalls gestreckt. Wenn es zu viel Spannung schon jetzt hat, in der Position lässt du das Bein aufgestellt bis hier, ziehst das Knie maximal zur Brust, Brust aufrecht, Bauch ist fest, lässt das Bein locker und dann aktiv das Bein 10-mal aktiv strecken, kurz halten, langsam zurück. Strecken, kurz halten, langsam zurück, gerne die Position, vorausgesetzt der Bauch bleibt im Boden, angespannt und weiter geht's. Strecken, langsam zurück, strecken. Langsam zurück. 10 pro Seite, viel Spaß. Okay, vierte Übung für die Hüfte und Gesäß. Alles, was dazugehört, die Rotation. Ne? Wir haben den 90-90 Stretch. Du bist im 90 Grad Winkel im Knie. Ne? Hast überall einen rechten Winkel. Ja? Bis hier, du dehnst einmal, gehst nach vorne. Gerne mit Händen erstmal über Knie, über Schienbein, Unterschenkel. Und zum Fuß. Ne? Fang ganz entspannt an, geh rum zur anderen Seite und genau dasselbe. Knie, Schienbein, parallel, Fuß. Okay, wiederhol das 5-mal pro Seite. Das war eins, zweite Runde. 5-mal Knie, Schienbein, Fuß und seitwärts. Ja, let's go. Nächste Übung, die komplette Wirbelsäule, wie beim letzten Mal, Katz und Kuh, super Übung, mach sie ordentlich, hab Spaß dabei. Ne? Hände unter Schulter, Schulter breit, Knie unter Hüfte breit,
Bauch anspannen, Po anspannen, rund machen, kraftvoll aus den Schultern drücken und ins Hohlkreuz. Das ist eine Wiederholung. Wir machen davon 10 ordentliche mit Genuss, entspannt, Bauchspannung, Rücken. Let's go. Letzte Übung. Der Frosch mit Rotation der Brustwirbelsäule. Knie schön auseinander. Ne? Wir gehen auf den Unterarm. Rücken ist gerade, Brust raus, Hand zur Schläfe und wir rotieren nach oben. Ne? Mein Blick geht mit zur Hand, ich komme zurück und komme wieder hoch. Ne? Alles kontrolliert. 5 Wiederholungen, langsam und ordentlich pro Seite, das 2-mal schön auf den Stretch im Oberschenkel innen spüren beim Frosch und hab Spaß dabei. Let's go. Perfekt. Wir sind gut aufgewärmt. Jetzt kommt der zweite Part, der Kräftigungspart. Wir brauchen dafür eine Erhöhung, wo wir unseren Fuß abstellen können, wie gesagt, Couch oder Stuhl und ein Handtuch. Let's go. Okay, let's go. Part Nummer 2, Kräftigungspart. Ich habe meine Schuhe angezogen. Zieht euch auch eure Schuhe an. Ne? Und dann brauchen wir noch eine Box und ein Handtuch. Wir kommen auf zur ersten Übung. Mit der Box. Ein Ausfallschritt. Fuß hinten auf die Box. Ich stehe auf meinem linken Bein stabil. Ich will, dass ihr 5 Sekunden lang runter geht, langsam runter, in 5 Sekunden zum Boden, tief kommt, mit dem hinteren Knie. Und dann so schnell wie es geht wieder hoch. Das Ganze 5-mal. Sieht wie folgt aus. 4, 5, 4, 3. Das Bein arbeitet. 1, unten, Kontakt. Hier aber noch Spannung und dann wieder raus. Ne? Langsam, 5, 4, 3, Bauch fest, 2, 1, unten berühren, raus. Das Ganze 5-mal pro Bein. 4 Sätze, hab Spaß. Sehr gut. Zweite Übung, Rückseite der Beine. Wir brauchen die Box oder das Bett oder die Couch oder den Stuhl. Wir gehen rückengerecht zum Boden. Ne? Positionieren die Fersen auf der Erhöhung. Üben Druck aus mit den Fersen in die Erhöhung. Spannen Po an und strecken die Hüfte. 5 Sekunden halten. Bauchspannung bleibt beibehalten. Eine Linie bilden. Wie gesagt, Rückseite und Po spüren. Schön anspannen. Langsam runter mit Bauchspannung. Kein Hohlkreuz bilden. Und dann wieder explosiv nach oben. 5 Sekunden halten. Das Ganze 5-mal, 4 Sätze, 4-mal 5 Wiederholungen, 1-2 Minuten Pause dazwischen. Übung Nummer 3, eine Grundübung, die wir alle beherrschen müssen, die Liegestütz. Wir machen sie alle auf Erhöhung. Wir wollen so viele ordentliche Wiederholungen wie möglich. Ich will, dass ihr die Brust zur Erhöhung bringt und wieder nach oben zurück. So viele wie möglich, 1-2 Minuten Pause, das Ganze nur 3-mal. Du kannst auch gerne 5 machen oder auch 10. Aber 3 ordentliche sind, denke ich, in Ordnung. Hände hier, Füße aufgestellt, eine Linie, Hüfte strecken, Schultern tief, Kopf gerade, Hände genau vor Brust, wir gehen runter, bringen die Brust zwischen die Hände, Kopf ist gerade und drücken uns wieder raus. Bleiben stabil, Schulterblätter, hier runter, raus. So viele wie möglich kontrolliert. 3-mal verlangen wir. Du kannst auch gerne 10 machen. Let's go. Okay, let's go. Übung Nummer 4. Wir brauchen Handtuch oder Stab, Stock, was auch immer wir greifen können. Ne? Hartes Tellerband geht auch, was nicht so viel Spiel hat. Wir gucken, wie wir wirklich an der Schulter ist. Okay, Bauchlage. Bauch ist angespannt, Füße aufgestellt, Po, alles ist fest. Ne? Brust ist aufrecht. Du kannst wahlweise Kopf in der Luft, Kopf auf dem Boden. Je nachdem, wie kraftvoll und beweglich deine Schultern sind. Du greifst den Stab oder das Handtuch mehr als schulterbreit, hebst die Arme anheben und ziehst den Stab hinter Kopf nach hinten. Nein. Und wieder vor. Wieder zurück. Vor. 5 bis 10 saubere Wiederholungen. Langsam und ordentlich. Arm schön anheben, über Kopf arbeiten, Brust bleibt aufgerichtet. Let's go. Okay, gut gemacht.
Jetzt kommt der dritte Part, der Bauchpart. Wir werden deinen Bauch zum Brennen bringen und du wirst es genießen, noch 2 Tage danach. Let's go. Okay, der Bauchzirkel. 9 Übungen. Jede Übung machst du die Anzahl, die gesagt wird, in den folgenden Clips. Und dann 30 Sekunden Pause zur nächsten Übung, die darauf folgt. Gib Gas, hab Spaß. Okay, Übung Nummer 1, der Sprinter Crunch. Bein anheben in der Luft, Bauch ist fest, Lendenwirbelsäule immer im Boden. 90 Grad, Hände sind an der Schläfe. Crunch, zurück. Crunch, zurück. 10 pro Seite. Linkes Bein 10, rechtes Bein vorne 10. Brust aufrecht, Crunches. 10 Stück, let's go. Okay, Übung Nummer 2, Toe Touches. Rückenlage, Beine strecken, Toe Touches. 1, 2, 3, 4, 20 Stück, Pause, nächste Übung. Übung Nummer 3. Wir bilden ein V. Haben 5 Stück rechts. Die Hand zum linken Fuß. 5 Stück davon. Halten V ab. 5 andere Seite. 5 davon. Und 5 V-Ups. V hoch. Insgesamt 15. Pause. Nächste Übung. Let's go. Nächste Übung. 20 In and Outs. Also, wir sitzen hier, Hände sind hinten. Bauch ist fest. Nach vorne. Nach vorne ins Wasser und zurück. Oder Tuck Crunch, wie man es nennt. Vor und zurück. 20 Stück. Let's go. Okay, Übung Nummer 5. Bauch brennt. Halte die Spannung, ja? Sitzen hier, Knie und Füße zusammendrücken, öffnen soweit wie es geht, wieder zusammendrücken. Öffnen soweit wie es geht, richtig zusammendrücken, kein Kontakt zu. Da darf nichts durch zwischen Knie und Fuß, ja? Wieder zurück, immer ein paar Sekunden halten. 10 Stück nur. Gib Gas. Okay, let's go. Side Plank, Hüfte auf und ab bewegen, ja? Beine strecken, Brust raus, hier hoch, hoch, tief. Hoch, tief, hoch. 10 Stück pro Seite, dann erst die Pause. Let's go. Okay, nächste Übung. 20 Russian Twists. Sitzen, Füße aufstellen oder in der Luft wahlweise. Oberkörper dreht, tap. Dreht, tap. Schön tappen oder weiter zurück oder Beine anheben. Noch schneller. Oberkörper und Blick. Schön rotieren. 20 Stück. Wie Vollgas. Okay, vorletzte Übung, komm, gib Gas. Rückenlage. Single Leg, Climber. Wir gehen hier hin, leichten Touch, komm hoch. Hoch. Wenn du keinen Touch brauchst, hoch. Gehst hier hoch. Bein ist gestreckt, Oberschenkel parallel. Hier leicht diagonal oder climb. Touch, 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 touch. 10 pro Seite, let's go. Okay, Lieben, letzter Part. Wir sind am Ende. Wir geben nochmal alles. 30 Sekunden unterm Stütz. Wir halten eine schöne, gute Form für 30 Sekunden. Der Partner gibt ein Signal, sagt rechter Arm, wir heben rechten Arm an, senken wieder. Ich bin dran. Ich sage zum Beispiel linkes Bein, wir heben linkes Bein an. Sieht wie folgt aus. Unterm Stütz. Ich sage linkes Bein, wir heben linkes Bein an, senken wieder. Er sagt rechten Arm und zurück. Und so weiter und so fort. 30 Sekunden, Brust raus, Po entspannen, alles ist feste. Diesen Zirkel wiederholst du dann gerne noch ein zweites Mal. Okay, gute Sache für den Bauch. Let's go. Jetzt kommt der vierte Part. Wir strecken uns, machen uns groß und lang. Let's go. Okay, Lieben, gut gemacht. Ihr könnt stolz auf euch sein. Jetzt geben wir uns Cooldown. Wir haben 2 Übungen. Wir halten jeweils die Übung für 2 Minuten und genießen den Stretch. Wir kommen zur ersten Übung. Kennen wir vom Warm-up? Fersensitz. Und wir arbeiten uns nach hinten, langsam hier, wenn das reicht, okay. Wir spüren es im Oberschenkel, okay, wir halten das. Wir versuchen aber mehr und weiter und weiter und weiter. Mehr zu strecken, Hüfte, mehr dahin zu gehen, mehr dahin. Da halten, für 2 Minuten spüren. Stretch, genieße es,
Atme ganz wichtig, tief ein, tief ausatmen, halte es für 2 Minuten und geh langsam wieder aus der Position raus. Viel Spaß. Tut gut, wir kommen zur zweiten Übung. Wir setzen uns hin, Beine komplett durchdrücken, ne, Knie auch gerne anspannen, um die Beine noch mehr zu strecken, Fußspitze ranziehen. Wir greifen hier die Fußspitze, legen den Kopf ab und arbeiten uns 2 Minuten lang in dieser Position nach vorne und versuchen die Position so gut es geht zu genießen, wahrzunehmen, von Fußspitze bis zum Hinterkopf, Schulter auseinanderziehen, alles schön strecken, ja? Viel Spaß! Sehr gut, das waren die Übungen für die Woche 4. Schön, dass ihr dabei seid, bleibt dabei, wir sehen uns in Woche 5 wieder im Löwen Corona Camp, euer Robin.